So, komm auf mit dem Scheiß. Kacke, ist das runtergefallen. Ja, gut, riecht aber noch. Ach, riecht aber noch normal. Ja, moin. Oh. Frohe Weihnachten. Aber schmeckt noch frisch. War ja nur so ein halbes Jahr in meinem Kühlschrank, weil ich einfach keinen Alkohol trinke. Also normal nicht. Ja, moin. Aber schmeckt gar nicht mal übel. Jo Leute, was geht ab und dann hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es das Weihnachtsspecial. Es ist was Cooles. Ich hab mir tatsächlich ausnahmsweise mal was echt Cooles überlegt. Ich meine, wir fahren in Project Cars, fahren wir Formel X, also diese Future Formel Dings, die mit über 1500 PS oder so, komplettes Biest, ohne Fahrhilfen, im Schneesturm, gegen die 100er KI, eine Last to First Challenge. Also im Prinzip, ja, ich weiß, viele werden es wahrscheinlich in die Kommentare schreiben, ja, es ist abgekupfert von Patrick, tatsächlich. Ich meine, ich hab das bei Patrick gesehen und dachte mir so, ey, ich will sowas Ähnliches machen. Ja, und ich muss es natürlich komplett übertreiben. Ich mache es während einem Schneesturm auf dem Nürburgring. Nicht der Nordschleife, sondern die GP-Strecke. Aber trotzdem krass, gegen die 100er KI mit 50 Aggressivität. Ja, es ist... Und man darf nicht vergessen... Ein Corona gleich ein bisschen angetrunken, das heißt ein bisschen unzurechnungsfähig auf der Rennstrecke. Aber ich dürfte noch fahren. Ich meine etwas. Straßenverkehr dürfte ich noch fahren, war nur ein Bier. Würde ich aber nicht machen, ehrlicherweise. Ja, in Reader würde ich das niemals machen, das ist viel zu gefährlich. Also nochmal, geht auch raus an alle Leute, die dazu sehen, die noch ein bisschen jünger sind. Nicht nachmachen. Egal ob in-game oder in Real Life, macht es nicht nach. Danke. Ah. Fuck. Okay. Die rasten ja komplett aus. Okay, komplett Energie. Jo. Okay, also... Der Energieboost hat mir gerade einen ordentlichen Schub nach vorne gegeben und irgendwie bin ich jetzt drauf gefahren. Das hat mir gerade einen ordentlichen Boost nach vorne gegeben. Aber Alter, die Starts! Junge, die KI ist so overpowered. Oh! Alter! Er denkt auch, ich bin nicht da. This is not acceptable. Danke fürs Drauffahren. Ja, guck mal, die kommen sogar hier gut an mich ran, einfach weil die halt Energie benutzen. Ich traue mich das an den Stellen gar nicht. Hier, auch in der Kurve, die benutzen hier auch, oh, guck mal, wie der rankommt, die benutzen hier halt auch Energie, ich trau mich das nicht. Oh, fuck. Alter, was bremst du so früh? Ich trau mich auch erst ab dem vierten Gang Vollgas zu geben. Weil ich meine, Alter, ihr denkt, Türkei war wenig Glück. Nee, Digga, ihr habt das hier nicht miterlebt. So geil es auch ist, ne? So geil es auch ist. Ich meine, das macht echt mega Fun. So schwierig ist es auch. Ihr denkt, Türkei war schwierig? Nee, Digga. Das hier ist
Die Creme de la Creme. Ich meine, es gibt einen Grund, warum man bei sowas nicht fährt. Ich meine, what the fuck? Das ist nicht nur wie ein Schneesturm oder so. Das ist ja wortwörtlich ein Schneesturm. Ja. Da kann man eigentlich nicht mehr viel sagen, ne? Aber ja, ich darf es mir ja auch nie leicht machen, ne? Da bin ich die ganze Zeit am Rätseln, Junge, was soll ich machen? Was soll ich machen als Weihnachtsspecial? Und dann kommt mir so eine Idee. Boah! Ja, no mistakes. Ja, man hat es gerade gesehen, wie gut das klappt. Alter, die Strecke wird rutschiger. This is fast. Sorry. Wow, ich hab da gerade einen abgeschossen. Junge, du siehst halt auch nichts, ne? Ich sehe halt gar nichts. Ich sehe halt die Strecke nicht mal richtig. Ich meine, durch die Lichter sehe ich wenigstens die anderen Fahrer. Ich frage mich, warum die hier auch immer so früh bremsen. Weil für mich ist das gut, ich kann ja immer gut Position gut machen. Aber Junge, ich sehe halt nichts. Ich meine, es tut mir echt leid an die anderen Autos, wenn ich die aus Versehen kaputt fahre oder so. Ich sehe es halt nicht. Es ist halt scheißegal, ob ich das will oder nicht. By the way, ich will das natürlich nicht. Oha. Es ist aber scheißegal, ob ich es will oder nicht, weil ich kann hier nichts machen. Oh fuck. Boah, Alter! Seht ihr diese Streifen? Ich weiß nicht, ob man die dann in der Wiederholung oder in der Aufnahme sieht, aber Alter, das ist ja ultra krass. Alter Schwede. Es ist einfach, Junge, man sieht halt nichts, ne? Wie sie sehen, sehen sie nichts. Bell. Ich wollte den Spruch schon immer mal sagen. Ja, jetzt macht das Sinn. Alter, bei dem Anbremsen in die Kurven, ich verstehe es nicht. Da sind die, ich will nicht sagen, sie sind langsam, aber ich glaube, die könnten schneller. Ich glaube, es würde echt schneller gehen. Aber die lassen sich da irgendwie sehr, sehr viel Zeit. Auf den Geraden, da ziehen sie dann teilweise. Der einzige Grund, warum ich mit denen mithalten kann, ist, ja, weil ich auch Energie benutze. Und die sind halt auch irre, ne? Die KI ist irgendwie komplett overpowered, was das angeht. Die sind halt irgendwie so die Regenmeister, beziehungsweise in dem Fall die Schneesturmmeister. Die fahren hier durch, das juckt die gar nicht, dass es regnet. Ja, ja, ich weiß, ich mach die Reifen kaputt so, aber die sind eh schon am Abbauen. Komm, Energie. Mit Energie an ihm vorbei. Heilige Scheiße, das Ding zieht. Junge, diese Future-Dinger sind auch echt zu krank. Die sind zu krank. Ey, es ist so geil, es ist so geil. Einerseits ist es so, what the fuck, warum muss ich mir so eine schwierige Challenge als Weihnachtsspecial raussuchen? Und andererseits ist es so, Alter, das ist das Geilste, was ich jemals gemacht habe. Ich sag euch, Kenny würde sich freuen. Vor allem halt auch ohne Fahrhilfen. Leute, ihr müsst immer noch bedenken, ich fahre das ohne Fahrhilfen. Ich habe keine Traktionskontrolle, ich habe kein ABS, ich habe keine ESP. Ich habe das alles nicht. Wenn ich Mist baue, wenn ich nur einen minimalen Fehler mache, ich drehe mich. Oh, Podium. Wir sind auf dem Podium, Jungs. Wir sind auf dem Podium. Wir machen den Sebastian Vettel. Woo! Und ich sehe nichts, und meine Reifen bauen ab. Meine Reifen bauen so stark ab. Ich hab noch weniger Grip als vorher. Junge, wenn man denkt, Alter, Türkei wenig Grip. Junge, hier, null Grip. Alter, ich gehe mit Halbgas durch die Kurve. Ich rutsche ultra weg. Ich meine, ihr habt es ja gerade, glaube ich, auch gesehen. Und es ist auch unglaublich, wie krass ich hier am Lenkrad am Falten bin. Ich bin so am Kämpfen mit dem Wagen. Ich bin so am Kämpfen.
Meine Reifen bleiben halt fast immer stehen. Scheiße. Kaum Energie. Komplett Energie. Wow, Alter, mein Auto ist so am Rutschen. Letzte Runde. Es ist die letzte entscheidende Runde. Come on. Keine Fehler. Die anderen kommen genauso weit raus wie ich. Oh. Oha. Oha. Alter, meine Arme tun halt jetzt schon weh, ne? Weil es so anstrengend ist. Es ist so anstrengend. Es ist so viel Arbeit. Und da hat er die Führung übernommen. Alter, das ist das abgespacedeste, krasseste, was ich jemals gemacht habe. Dann auch noch mit den Dingern, ne? Die Dinger sind zu krank. Die Dinger sind zu krank. Das Teil ist so unglaublich schwer zu bändigen. Mit Fahrhilfen ist das Ding echt leicht, aber ohne Fahrhilfen, Digga, das Ding ist ein Monster. Wortwörtlich. Das Ding ist ein Monster. Und das nicht unbedingt im positiven Sinne. Oh, boah, Alter. Bruder, was ist los? Das ist, ey, Alter, ich glaube, das ist echt die schwerste Challenge, die ich jemals gemacht habe. So, die KI kommt halt hier auch relativ gut klar. Der kommt jetzt schon an mich ran wieder. Nur Halbgas, jetzt habe ich wieder Vollgas. Bin jetzt da, wo ich vorher war. Hab keine Zeit gewonnen. Deshalb sagt die Rennleitung auch nichts. Aber trotzdem, der Fehler war jetzt unnötig. Und oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und da war unser Frontflügel. Weg ist er. Weg ist er. Heilige Scheiße. Ups. Mir fällt gerade auf, ich bin immer noch ein bisschen angetrunken. Wegen dem Bier vor allem, wegen dem Corona. Oh fuck. Oh, zu krass. Übel geil. Übel geil. Digga. Muss einfach nur los. Muss einfach nur los. Ja. Ja, ich würde sagen, in dem Fall war es das wohl von dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen wunderschöne, wunderbare Weihnachten. Bleibt alle gesund. Ja, ist halt eine scheiß Situation. Jetzt wegen Corona kannst du weniger Leute sehen. Die Feiern müssen kleiner ausfallen. Also allen Zuschauern da draußen wünsche ich viel Gesundheit für euch und eure Familien. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest auf jeden Fall. Genießt es. Ja. Irgendwann ist das mit Corona auch vorbei und dann können wir wieder mehr oder weniger ins normale Leben zurückstarten. Hoffen wir mal. Ich glaube, an der Stelle wäre alles gesagt. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ihr könnt gerne liken und abonnieren, wenn ihr wollt. Ja, ansonsten schöne Feiertage und danke fürs Zusehen. Man sieht sich. Ciao.